Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit mit einem neuen Spiel, beziehungsweise eigentlich einem alten Spiel, und zwar Planet Coaster. Hatten wir schon bereits auf dem Kanal gehabt, aber ich habe im Moment richtig Bock darauf. Habe es gefühlt Jahre nicht mehr gespielt. Seitdem sind neue DLCs, neue Features durch die kostenlosen Updates dazugekommen. Und da ich auch einen potenteren PC habe als damals, dachte ich, Mensch, fange ich mal ein Spielchen an. Und bevor ihr euch wundert, wie sieht das denn aus hier? Das ist doch nicht normal. Ich habe ein kleines bisschen Reshade draufgepackt und... Wo haben wir es denn? Kameraperspektive. Ja, da. Habe ich noch einen kleinen Jive-Effekt, 20% draufgepackt. Ist vielleicht dem einen oder anderen etwas Zusatz, aber ich wollte es einfach vom Look ein kleines bisschen anders haben. Und ich glaube, das kommt richtig cinematisch bei so manchen Situationen. Von daher probieren wir einfach mal. Und wir packen hier erstmal ein kleines bisschen Wegstrecke, weil hier kann man später dann noch einen Plaza oder sowas machen, einen zentralen Platz. Winkelausrichtung. Da wollen wir doch frei sein jetzt. Zack. So, da haben wir ein bisschen Weg gesetzt. Erstmal werde ich, glaube ich, so quick and dirty das Ganze machen, weil unser Park ja erstmal einfach etwas Geld einspielen muss. Ich mag nicht dieses Sandkasten, wo man gar keine Challenge hat. Ich brauche mein Geld, von daher, oh, das klingt hier so nach Bedürftigkeit, aber was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein YouTuber. Geht das mit Z? Nein. Y? Ja. Yeah. Ein Glück, viele Spiele dieser Art sind sich recht ähnlich in ihren Drehfunktionen. Da kann man dann schon manchmal Dinge einfach übernehmen und... Mache ich hier mal zentral den Eingang, mache ich da mal zentral den Ausgang. Ja, das ist so ein Standard, glaube ich, der Insanity. Bin ich der Meinung zumindest. Ah, sind ja auch ein paar neue. Also dieses Swift Drifters kenne ich nicht. Sky Temple glaube ich auch nicht. $4000 finde ich auch eine sehr stolze Summe. Ich glaube, das müsste auch von einem der jüngeren DLCs sein. Auch hier der Hurricane, der eigentlich ein Standardding ist für Vergnügungsparks, der ist auch dazugekommen. Von daher etwas breitere Auswahl, aber auch bedingt dadurch, dass wir jetzt ein paar DLCs haben. Aber wir können auch noch immer einen Arsch voll Attraktionen erforschen. Da macht euch also mal nichts vor. Da wird noch einiges kommen. Und wie gesagt, erstmal wird das Ganze ein bisschen quick and dirty. Und der Spaß kommt dann später, ne? Wobei ich jetzt auch nicht überthematisieren werde. Ich mag es gerne schön. Aber auch so, sage ich mal, im Rahmen. Ich werde vermutlich einiges wieder auf Steam nehmen. Ich habe extra für dieses neue Let's Play meine Steam-Mods alle runtergepackt. Und dann werde ich entsprechend dessen, was wir brauchen, ein paar neue Sachen hinzufügen. Weil da... Bauen von Gebäuden, wenn man das nicht als Speedbuild macht, extrem lange dauert, werde ich das ein bisschen hier und da abkürzen, indem ich einfach mich bei Steam bediene. Und ist die Frage, brauchen wir jetzt schon hier? Nee, erstmal platzieren wir Attraktionen. Bin ich der Meinung, ne? Ich glaube, damit können wir alle leben. Ist die Frage, wir brauchen hier etwas Ruhiges. Ja, den führt 4000, garantiert. Das große Karussell oder das venezianische Karussell? Oh, hier ist mehr Spaß, aber auch mehr Nervenkitzel. Gott, ist das aufregend, das Karussell. Mensch, Mensch, Mensch. Aber wir brauchen erstmal... Wo haben wir's? Da, Dalien. Nicht zu verwechseln mit Dalien. Die werden wir irgendwann hier irgendwo platzieren als Dekoration, aber... Erstmal brauchen wir ein Darlehen. Ach, die Teekassen. Wo sind denn? Ja, da sind die Teetassen. Das ist natürlich so ein Klassiker, ne? Der macht auch hier richtig Spaß, ist aber auch ein bisschen sehr Nervenkitzel. Ich weiß nicht, das können manchen überfordern, deswegen. Nehmen wir das große oder das venezianische? Oder ein Free Flyer? Oh. Der ist neu, den nehmen wir, glaube ich. Ja komm, nehmen wir was Neues. Ist zwar teuer, aber scheiß drauf. Noch haben wir das Geld.
Ach, werde ich gleich nicht mehr sagen. Nee, nee, alles gut. Wird schon irgendwie schief gehen, das Ganze. Eingang mit Weg verbinden. Ja. Machen wir mal so hier, dann machen wir das weg. Machen ein bisschen mehr Länge. Und schon bin ich wieder im Bauwesen drinne. Mehr oder weniger. Ich habe mir auch extra noch vorher ein paar Guides angeschaut, wie ich zum Beispiel Plätze später mache. Von daher, ich hoffe, das funktioniert dann so, wie ich es möchte. Wenn nicht, dann haben wir Pech. Achterbahn, ach ja, Slimer durch das kleine Kartoffel. Habe ich da einen Ghostbusters Insider verpasst? Ach, ist das die Bobbahn oder wie? Muss ich mal sehen. Habe ich etwa Bobbahn schon zur Verfügung? Das wäre natürlich richtig schnieke. Ja, ich hätte theoretisch die Bobbahn. Ach Mensch, aber Bobbahn will ich eigentlich thematisiert machen. Kommt auf jeden Fall noch. Ich habe Bock auf die Bobbahn. Oder ich habe richtig Bock auf die Bahn. Je nachdem, Motorbikes, auch die interessieren mich jetzt nicht so sehr. Finde ich immer thematisch sehr eingeschränkt. Motorbikes kannst du eigentlich nur in einem Stadtsetting bringen oder wenn gar kein Setting ist. Copperhead Strike. Launch Copperhead Strike, wohlgemerkt. Eine Suspended Looping Achterbahn. Mind Melt. Oder Typhoon Infinite. Das könne sexy sein. Müssen wir mal sehen, ne? So, Y war das. Ach Mensch, langsam komme ich rein. Da müssen wir mal sehen. Eine Richtung soll es rein, der andere raus. So finde ich das zumindest immer am schönsten. Hier haben wir ein schönes Infield. Das nehmen wir mal. Das reicht hoffentlich. Wenn nicht, haben wir Pech. Mal sehen, wie viel Abstand brauche ich da. Mach ich mal so hier. Das müsste eigentlich funktionieren. Und dann gucken wir mal. Kettenlift. Abgerundeter. Ach, das. Ja. Ich liebe es. Was ist das hier? Start mit Überhang. SNÜ-Werte von Kettenliftabschnitten werden nicht in die Berechnung der endgültigen IFN-Werte eingezogen. Ist das hier für Spaß, Dingsbums und Übelkeit oder wie? Egal. Abgerundeter Kettenlift oder? Hä? Was ist der Unterschied? Das sieht massiver aus, das nehmen wir mal. Ach! Und wenn ich hier. Sonne-Sexy-Bahn ist das? Das ist natürlich auch geil. Das ist ja. Auch ganz adäquat, sage ich mal. Na komm. Machen wir es mal erstmal nicht ganz so heftig. Ups. Mal sehen, wie hoch wir. Oh, das wird, glaube ich, sehr hoch. 50 Meter. Oh ja, das ist schon. Machen wir daraus mal 40. Damit kann man, glaube ich, auch wunderbar arbeiten. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten hinbekommen. So, einmal hier so das Ganze. Ach, ein Träumchen. Auf Bodenhöhe. Ich bin völlig drin. Ja, guck mal hier. 17 Meter, wobei das, glaube ich, nicht der höchste Punkt ist. Aber es reicht völlig. Mal sehen, was haben wir noch so. Nö, die gehen nach unten. Wir brauchen etwas, das nach oben geht. Ach nö, das sind die gleichen hier. Oh ja, sowas Feines. Butterfly. Ah, das ist natürlich auch richtig geil. Und könnte so gerade eben klappen. Ach Mensch, das ist gemein. Ein dämonischer Knoten. Hätte natürlich auch was, aber geht hier, glaube ich, so ein bisschen in die Erde rein. Oh ja, das ist natürlich so ganz elegant.
Ah, da müssen wir aufpassen. Mal kurz gucken, was gibt's hier noch? Oh yeah. Brezel. Auch ich mag meine Brezeln. Da geht's nach unten. Da geht es irgendwo hin. Da geht es. Oh, sowas Feines, ja. Ein bisschen King Dakar Feeling. Ich verstehe. So, das ist nochmal der dämonische Knoten. Ach Mensch, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist furchtbar. Aber ich will eigentlich eine Achterbahn hinbekommen. Vor Folgenende, dass wir hier irgendwie schon mal was Praktisches haben, mit dem wir arbeiten können. Ja, komm, also das muss ja eigentlich nicht das ganz große Ding hier sein. Können wir auch Winkelausrichtung einfach mal wegmachen. Einfach, weil wir es können. So. Leisten wir es uns mal hier. So, haben wir hier irgendwie so Nullpunkt erreicht. Wunderbar. Dann können wir hier wieder, wenn wir da auf dem Punkt sind, ja, es gibt eigentlich eine Baumethode für die Achterbahn, wo man, wir haben hier, ich weiß nicht, wie lange Abschnitte wir nehmen, 12 Meter, aber es gibt eine Baumethode, da nimmt man die kleinstmöglichen Abschnitte von 4 Metern und dann glättet man jedes einzelne Teil Stück für Stück mehr oder weniger, mehrfach, dauert irre lange, aber sorgt für richtig glatte Achterbahn. Aber das wäre für so ein süßes, klinges Let's Play ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Das möchte ich mir und euch nicht wirklich antun. Ach Mensch. Ist die Frage, machen wir hier nur Einzug oder... Komm, wir machen erstmal eine Einzugbahn, glaube ich. Dann muss ja auch nicht so lang sein, dann klappt das vielleicht auch noch mit dem Geld so gerade. So, machen wir hier auf 0. Und nochmal hier so ein bisschen. Das hier auch auf 0. So ein kleines bisschen können wir da schon das Ganze manierlicher machen. Dann haben wir hier den Nullpunkt wieder. Können dann noch vielleicht Looping oder sowas einbauen. Ach nee. Normalen Looping gibt es hier klar, oder? Ahahaha. Doch, es gibt den. Den klassischen. Man muss ihn nur finden. Oder wir gucken, was es so an Rollen gibt. Irgendwelche Schublis oder sowas. Haben wir hier so klassische Schrauben? Nehmen wir das hier zum Beispiel oder das. Jawohl. Dann können wir vielleicht noch hier irgendwie... Was haben wir noch am Budget übrig? Nicht so viel, aber ich denke noch genug. Okay, das ist jetzt die Frage. Machen wir hier noch irgendwie... Was haben wir dafür? Schienen zur Auswahl? Nö, nö. Wenn dann schon bei diesen Dingern bleiben. Non-inverted. Ah, vielleicht kriegen wir da noch... ich glaube nicht. Ach, ein Non-Inverted Looping. So was gibt's auch. Naja. So, können wir doch mal hier so ein bisschen. Nochmal in die Vollen gehen.
Wird jetzt schon irgendwie daneben gehen oder auch nicht? Oh Mann, ich weiß nicht, ob das noch etwas zu viel Speed hat. So, machen wir nochmal hier irgendwie so ein bisschen. Nö, nö, das darf ruhig so bleiben. Kriegen wir das hier vielleicht auf null? Und auch hier. Nochmal das Ganze bis Eischewei. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen brutal dann. Nur es passt von der Höhe recht geil. Da müssen wir mal gucken. Nö, abbrechen. Und dann bauen wir hier vielleicht schon ja, kann man eigentlich schon ne, Linearmotor ist zwar auch was Schönes. Aber ich glaube, dann machen wir tatsächlich die Blockbremse und dann Auto vervollständigen. Ne? Zack. Müssen wir mal gucken, ob das hier so funktioniert. Beziehungsweise können wir noch mal gucken, ob wir hier das Ganze ein verlängern. Nochmal und dann Autovervollständigung. Nee, das geht nicht. So eine Grütze. Wobei, wir können ja hier nochmal gucken, ob wir hier nochmal einen schmaleren Abschnitt hinbekommen. Und dann, ja, dann klappt es auch mit den Nachbarn, nicht Machbarn. Machbar muss das auch sein, aber das ist was anderes. So, gucken wir doch mal den Test. Wobei, ich möchte mal gucken, kann ich hier... Ne, erstmal, bevor wir überhaupt hier testen. Wird vermutlich der Kettenlift ein bisschen zu... Ja. Machen wir mal 20 km/h draus, dann ist das schon ein bisschen geiler. Gibt es hier noch eine Einstellung oder so? Nochmal kurz gucken. Kettengeschwindigkeit. Oh, schade. Wäre schön, wenn man hier irgendwie so ein Stehenbleiben... Aber vielleicht bleibt die ja stehen. Nee, geht leider nicht. Bei Achterbahnreihe. Standard mit Blockbremsen. Ja, dann können wir sogar zwei Züge machen, weil so klein wie die sind, lohnt sich das vielleicht. Mal schauen. Gucken wir einfach mal. Ja. Ist die Frage. Wir machen das hier erst noch. Wo haben wir denn den Park? Da haben wir den Park. Den schließen wir, bevor die reinkommen. Dann können wir nämlich ungeniert testen, bevor das Ganze hier losgeht. So, noch eine Testfahrt auf jeden Fall hier machen. Ups. Wo ist denn? Das ist ja jetzt auch egal. Ja, ich möchte mitfahren. Noch ein Träumchen. Ich bin noch keine Achterbahn gefahren, wo es wirklich senkrecht bergauf geht. Ich habe zwar schon so eine mit so einem über 90 Grad Fall habe ich schon gehabt. Oha. Das schafft der gar nicht. Gut, oder auch eher nicht. Ich würde mal sagen, das Ding stoppen wir mal wieder und gehen noch mal in den Bau. So, mal kurz gucken.
Boah, das sieht denn kacke aus, wenn hier der Übergang so eklig ist. Da müssen wir vielleicht dann doch einfach mal sagen, wir brauchen noch mal ein so ein Segment mehr, glaube ich. Das tut's ja schon. So. Wieso? Ach, das Geld, das liebe Geld. So ein Kack. Nehmen wir noch mal das dazu, weil es so schön ist. And again. Ja, auf einmal klappt es auch. 5 Meter mehr. Ich glaube, das dürfte... Ah, mal sehen. Das sollte eigentlich richtig schön glatter Übergang werden. Ja. Das war natürlich Stil. Dadurch, dass wir... Erstmal möchte ich noch hier so... Ein so ein Ding vielleicht... kleines bisschen. So, und dann Autovervollständigung. Dass man es für einen Moment nochmal senkrecht genießt, ehe das dann in die waagerecht übergeht. Mal schauen. Test. Gib mir ein Kameradingsbums. Auch die Vögelchen sind auch da. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle Amsel, Drossel, Fink und Meise. Oh, Scheiße. Da haben wir das Problemchen. Ich habe nämlich an den Dingern gespielt. So eine Kacke. Ich hoffe, jetzt ist das Ding dann wieder gerade. Ah, ich glaube nicht ganz. Ich glaube, das hat jetzt so einen leichten Knick drin. Ne? Gucken wir einfach mal, ob es so funktioniert oder nicht. Hinterher ist man immer schlauer. So, also. Ich möchte fahren. Man bringe mich hoch. So. Stunde der Wahrheit. Das ärgert mich schon, dieser kleine Zacken, der da drin ist. Aber von der Speed passt das recht geil. Der Übergang ist dafür etwas scheiße. Dann machen wir hier die Schraube. Die kriegen wir auch in einer adäquaten Geschwindigkeit hin. Dann noch dieser schöne Richtungswechsel und dann sanft in die Blockbremse rein. Ich glaube, ich erkenne das Problem. Die Stelle müssen wir doch nochmal ausbügeln. Ja, die Freuden des Achterbahnbaus. Auf jeden Fall. So, machen wir noch mal hier ein bisschen flacher das Ganze. So hier. Perfekt. Dann können wir die Blockbremse machen. Oh. Das brauchen wir noch. So, jetzt können wir die Blockbremse machen. Und dann mit einer Schiene Auto-Connect. Jawohl. So, das sollte dann hoffentlich etwas geiler werden. Wartet. Doch nicht testen ohne mich. Wer seid ihr denn? So, probieren wir das Ganze nochmal aus. Und ich bin gespannt, was da am Ende rauskommt. Weil ehe die Achterbahn nicht funktioniert, möchte ich eigentlich die Folge
nicht beenden. Das wäre irgendwie schade. Das wäre so unser erster kleiner Erfolg, den wir haben. Von daher können wir uns einfach mal. Ach, aber mich triggert dieser etwas schräge Übergang da trotzdem ein bisschen. Mache ich vielleicht, wenn ich mal genug Zeit habe oder mal zwischen den Sessions ein bisschen kann. Mal schauen. Aber erstmal muss das so funktionieren. Ja. Ja. So, warten wir mal die Bewertung ab. Oh, ein Träumchen. Spaß geil, Nervenkitzel nicht zu hoch und Übelkeit. Auch alles im Rahmen. Ich würde mal sagen, we are good to go für die nächste Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Wenn es wieder heißt, Daddlezeit mit Planet Coaster, das war die erste Folge. Beim nächsten Mal geht's dann weiter und wir werden den Park sicherlich öffnen. Bis dahin, ciao, ciao.